Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich möchte heute mit euch ein Mini-Album machen. Und zwar werdet ihr mir von Anfang bis zum Ende über die Schulter schauen können. Also wir machen zuerst das Cover, dann jede Seite einzeln und am Ende des Videos zeige ich euch dann, wie es fertig ausschaut. Und jetzt zeige ich euch erst einmal, was ich dafür alles verwendet habe und verwenden werde. Und zwar habe ich für die Grundseiten und für das Einschlagen außen vom Cover diesen Block genutzt und habe für die Grundseiten die dicken Seiten von diesem braunen Cardstock genutzt und außen zum Einschlagen das dünne. Das benötigt ihr. Dann habe ich als Designpapier diesen Block aus dem Action genommen. Travel heißt er. Ich habe noch einige Seiten übrig. Weil das Album hat nur 15x15 als Grundmaß und das ist ja 30,5x30,5. Also ich habe ungefähr gut die Hälfte verbraucht von den Blättern. Außen habe ich es eingeschlagen mit diesem Papier hier und habe es dann außen am Rand noch zusätzlich mit diesem Washi-Tape verziert. Ebenfalls außen angebracht habe ich 4 von diesen Buchecken. Und außen aufgeklebt oder außen aufkleben werde ich einmal diese süße Kamera mit dem Sprüchlein Made with Love. Muss ich mir noch überlegen, wo ich den hinklebe. Wahrscheinlich hier so darunter. Und dann habe ich noch dieses Etikett. Das war hier aus dem Block, das ist hier auf diesem Blatt mit drauf. Und diese Sukkulente, die möchte ich hier unten so dran kleben. Und diese drei Teile sind aus dem Stanzblock vom Action. Und dann werde ich hier drauf den Spruch stempeln. Es sind meist die kleinen Dinge, die das Leben bunt und liebenswert machen. Den möchte ich hier drauf stempeln. Dann habe ich für innen zum Verkleiden des Covers dieses Papier genutzt und habe es innen mit diesem Washi-Tape am Rand verziert. Und ich habe die einzelnen Seiten teilweise noch bestempelt, da ich teilweise dieses Papier genutzt habe und das war ja sehr hell. Und dieses hier auch. Und da habe ich dann zusätzlich noch dieses Stempelset genutzt. Das gab es mal im Lidl. Und da habe ich hier die Briefmarke und diesen Poststempel unterschiedlich verwendet und dort mit aufgestempelt. Und zum Verschließen der einzelnen Klappen im Album habe ich Magnete benötigt natürlich. Und hier so eine Ornamente verwendet. Die habe ich halt genutzt, um die Klappenfunktionen zu verschließen. Ja, ansonsten natürlich Klebstoff, Teppichklebeband, was man halt so alles sonst noch an Klebematerialien und auch Schneidematerialien, Cuttermesser, Schere benötigt. Achso, ich habe noch, Moment, eins habe ich vergessen. Ich habe natürlich noch die einzelnen Seiten gestanzt und das habe ich mit dieser Stanze gemacht. Die ist aus dem Lidl, das war mal so ein Set. Da habe ich noch die Ränder von den Seiten mit gestanzt. Ja, das war alles, was ihr dafür benötigt. Und wir fangen jetzt als erstes an mit dem Cover. Für das Cover braucht ihr natürlich wieder Graupappe. Und dann das Papier, mit was ihr es einschlagen wollt. Ich habe mich für dieses entschieden und werde es zusätzlich noch mit diesem Washi-Tape außen ein bisschen verzieren. Und wie gesagt, diese Buchecken nutzen, die ich euch eben gezeigt habe. Ich habe meine Pappen jetzt schon wieder mit Teppichklebeband versehen. Ich sage euch jetzt noch die Maße. Und zwar braucht ihr 2 Stücken in den Maßen 15x15. Dann habe ich eins in 9x15, 2 in 9x15 und eins in 6x15.
Und zwar soll es folgendermaßen aussehen. Das sind unsere beiden Grundseiten. Das ist der Buchrücken. So. Und dann kommt nochmal die Breite des Buchrückens. Und dann kommt das Schmale. Und zwar möchte ich es mit diesem Schmalen verschließen. Da kommen zwei Klebemagnete hin, sodass das so eine Klappfunktion vorne hat. Ihr braucht dafür natürlich, was ich euch eben gezeigt hatte, das dünne kraftpapierfarbene dünne Papier aus diesem Block. Da habe ich jetzt drei DIN A4 Seiten aneinander geklebt und drehe jetzt, ihr habt hier so eine schöne braune und eine etwas hellere Seite und die schöne braune möchte ich, dass sie außen ist, deshalb drehe ich es um und wir fangen an, ich ziehe das jetzt mal ein bisschen drüber, die erste Seite aufzukleben und lassen hier ungefähr, na sagen wir mal 3 cm. Die werden wir uns hier mal kurz zeichnen. Das war das ungefähr gerade aufkleben. Jetzt peilen wir hier nur ungefähr die Linien an und kleben das erste Stück drauf. Dann kommt der Buchrücken. Der Zwischenraum ist ja hier immer so die Sache. Also ich nehme meistens mein Falzbein und lege es dort an. Andere sagen, der Zwischenraum ist zu wenig. Ich finde, der reicht aus. Also ich nehme ja auch sehr dünnes Papier zum Einschlagen und verziehe es außen dann noch mit dem Designpapier. Wenn ihr das dicke Designpapier direkt nehmt zum Einschlagen, lasst ruhig ein bisschen mehr Luft. Und da müsst ihr auch wirklich ganz vorsichtig sein, wenn ihr es oben und unten nachher einschlagt, dass es euch oben nicht reißt. Das passiert mir leider immer wieder mal. Deshalb nehme ich meistens unifarbenes Papier, um es einzuschlagen und dekoriere es lieber im Nachhinein noch mit dem Designpapier. Damit umgehe ich das halt, dass mir das Papier reißt. Und jetzt werden wir mal trotzdem, damit es gerade wird, kurz schauen, wie viel Luft wir jetzt hier haben. Also markieren wir hier mal wieder die 2,5, sonst wird es nachher schief. Uns mal hier eine imaginäre Linie ziehen, dass wir dann immer wissen, dass wir da oben gehen müssen. Machen wir mal gleich auf der ganzen Fläche. So. Und dann nehmen wir, wie gesagt, hier unseren Buchrücken. So. Okay, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen schieben. Jetzt kommt wieder das kleine Stück. Und als letztes kommt unser Verschluss sozusagen. Das ist das erste Album, was ich mache mit so einem Verschluss. Mal sehen, wie es so wird. Das ist jetzt auch ein Stück andere Pappe, wie ihr seht. Aber das ist nicht schlimm. So. Und dann wird das nachher
verschlossen. So, jetzt schneiden wir uns erst einmal kurz hier das Stück Papier, was noch da ist, ab. Da nehme ich jetzt einfach mal mein Cuttermesser und mache jetzt hier mal einen Schnitt. Okay, so, dann müssen wir das ja hier außen noch hier innen noch mit Klebeband versehen. Und jetzt müssen wir das nur noch umklappen erst einmal, dass wir das Packpapier außen bzw. innen festkleben können. Dazu schlagt ihr das jetzt hier erstmal vorsichtig nach oben. Von allen Seiten. Und da das Papier schön dünn ist, oder beziehungsweise relativ dünn, lässt sich das ganz gut machen. So, jetzt müssen wir hier noch unsere Ecken abschneiden. Dazu lege ich mir meinen Ecken. Hilfsmittel. So, einmal. Zweimal. Also mit so einem großen Cover ist das schon etwas schwierig hier. Muss ich das mal einmal umdrehen. So. So, wichtig ist ja halt, das kennt ihr ja bestimmt, dass ihr nicht zu viel und auch nicht zu wenig wegschneidet von euren Ecken. Wie gesagt, es sollte halt immer so ein Stückchen übrig bleiben. So. Und jetzt müssen wir das Ganze nur noch festkleben. Und da fange ich jetzt einfach mal mit den langen Seiten an. Also ich ziehe mir hier mein Teppichklebeband ein Stückchen hoch. Dann fangt ihr am besten an und macht in der Mitte das erste fest. Und dann streicht ihr das peu à peu. Wenn ihr hier so eine kleine Dalle drin habt, ist das auch nicht ganz so schlimm. Und dann klebt ihr einfach wieder euer Teppichband, da wo ihr fertig seid, wieder fest erst einmal. So. Das Ganze machen wir jetzt von der anderen Seite noch einmal. So, da bin ich wieder. Und wir fangen ungefähr wieder so in der Mitte an. Und ziehen das Ganze glatt.
So. Und jetzt müssen wir nur noch hier die Ecken machen. Das geht relativ einfach. Da mache ich es jetzt auch mal ganz ab. Hier auch. So, das haben wir auch. Und jetzt noch hier einmal. Gut, somit ist es außen fertig eingeschlagen. Ich würde es jetzt erst einmal von innen einschlagen, damit es sich dann einfach, ja, weil ich jetzt hier überall das Klebeband habe und dann halt außen. Und dazu nehme ich, wie gesagt, mein Designpapier und schneide mir da zweimal 15 mal 15, zweimal 15 mal 9 und einmal 15 mal 6. Und das muss ich mir jetzt kurz noch überlegen. Ich habe ja nur zwei Seiten. Ich glaube, das wird gerade so für außen reichen. Ich schneide erstmal und dann überlege ich mir, ob ich das eine jetzt hier außen nehme und dann muss ich mir halt für innen noch ein anderes Papier aussuchen. Wir schneiden erstmal. Also, unser Schneidebrett. Mein Tisch ist definitiv zu klein für solche Filme. So, und wir schneiden uns das 30x30 jetzt erstmal auf 15 zu. Auf 15 cm. Und dann machen wir jetzt hier 2x15. Fangen wir mal damit an. Einmal. Und zweimal. So, dann machen wir uns das jetzt hier auch noch auf 15. Und dann machen wir uns jetzt 2x9. Na doch, das funktioniert. Und einmal 6. Das ist das einzige Stück, was übrig bleibt. So, also für innen habe ich mich jetzt für dieses Papier entschieden. Und das schneiden wir uns jetzt zweimal auf 15 cm zu. Einmal. Und zweimal. Da bleibt nachher ein Stückchen hinten übrig. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. So, dann nehmen wir uns wieder unser Cover. Und jetzt machen wir erstmal überall das ganze Band ab. So, jetzt müsst ihr natürlich noch die Ränder bekleben. Da habe ich mir jetzt hier ebenfalls schon mal Teppichklebeband zugeschnitten. So, und dann nehmt ihr euch euer zugeschnittenes Papier. Peilt das gut an, weil wenn das einmal klebt, dann klebt's. Okay, jetzt müssen wir mal schauen. Ich würde sagen, das kleben wir jetzt hier Naht an Naht. Okay, jetzt guckt hier oben so ein bisschen Teppichband raus. Und hier unten gar nicht, okay? Na, dann versuchen wir mal, das vorsichtig zu machen.
abzumachen. Jetzt schneiden wir erst einmal das hier am Rand weg. Was hier übersteht. Und dann müssen wir das Ganze jetzt noch kniffen. Jetzt müssen wir mal schauen. Erste Kniffung ist hier. Dazu nehme ich allerdings mein kleineres Halsbein. Und zwar dieses, weil da kann ich besser Druck mit ausüben. Okay, einmal. Dann ist hier der Bruchrücken. Nummer 2. Und dann ist hier, genau, Nummer 3. Und Nummer 4 haben wir hier. So, somit wird das Ganze nachher so verschlossen. Und um es zu verschließen, bringe ich dann hier noch Magnete an. Müssen wir noch mal ein bisschen drücken. Genau, jetzt ist die Welle weg. Hat sich etwas gewellt. Sehr schön. Die Buchecken, die ich euch vorhin gezeigt habe, die möchte ich dann gern nachher hier anbringen. Die klebe ich einfach fest. Und hier natürlich auch. Die werden dann daher nur angeklebt. Ich wollte ja noch, wo habe ich mein Sticky? Da. Ich wollte es ja eh noch etwas verzieren. Und genau das tun wir jetzt auch. Da kann man nämlich super so eine Sache ausgleichen, wenn man sich da mal etwas vertut. Und ich klebe Washi immer mit doppelseitigem Klebeband nochmal zusätzlich, weil es hat ja nicht so eine große Klebekraft. Und meine Rolle ist jetzt hier 2 cm. Das heißt, ich nehme ein 1 cm breites Sticky oder ich nehme auch einfach nur das hier. Das müsste eigentlich auch gehen, genau. Und ich nehme hier innen das. Genau. Okay. Und zwar macht ihr euch dafür einfach 2 Reihen nebeneinander. Das heißt, wir fangen an, die erste Reihe anzukleben. So. Also ihr klebt euch einfach so doppelseitiges Klebeband, wenn es so 1 cm breit ist, doppelt übereinander. Und dann lösen wir noch das Ganze. Ich zeige euch das jetzt hier mal an einem Beispiel. Den Rest könnt ihr dann selber machen. Ach ja, das doppelseitige Klebeband. So. Und dann nehmt ihr das, was ihr gerne verkleben möchtet. Hier müssen wir bloß aufpassen. Ich sehe gerade, dass das so rumgemacht werden muss. Ich lasse es ruhig ein bisschen drüber stehen, dann kann man es nachher nochmal abschneiden. Und dann klebt ihr euch das Sticky, das Washi schön gerade an. Und schon
sieht man von dem ganzen Malheur nichts mehr. Und es ist gleichzeitig noch ein bisschen dekorativ. So, jetzt müssen wir hier bloß noch gerade wegschneiden. An beiden Seiten. Und schon ist es fertig. Das ist jetzt dann unten. Das machen wir jetzt natürlich hier oben auch und an den Seiten. So, ich habe jetzt innen hier alles verklebt mit dem Washi-Tape und ich finde, das sieht richtig toll aus. Und jetzt kümmern wir uns noch um die Außenseiten. Ich habe jetzt hier meine Designpapiere bereits mit doppelseitigem Klebeband wieder versehen. Und jetzt werden wir sie bloß noch aufkleben. So, und jetzt haben wir nämlich hier einen Überstand, weil wir schief geklebt haben, aber das macht nichts. Da nehmen wir uns jetzt das Cutter zur Hand und schneiden das einfach ab. Und dann ist das schick. Genau. So, ups. Okay. Somit ist es außen auch fertig. Und für außen möchte ich gerne dieses Washi verwenden. Und da mache ich mir jetzt wieder, wie ich es euch eben gezeigt habe, alles rundherum fertig. Und dann werde ich hier auch schon die Buchecken ankleben. So, ich habe jetzt hier alle meine Seiten schon mal soweit fertiggestellt. Es sind 8 Stück an der Zahl. Und mein Buchrücken ist ja 9 cm breit, deshalb 8. So haben wir noch 1 cm links und rechts dann Luft, um sie einzukleben. Ich habe sie wieder mit einer 1 cm breiten Bindung schon mal versehen. Und als Grundmaterial habe ich hier einen Cardstock genommen und ich habe auch schon etwas gestanzt und habe mir die Seiten so vorbereitet, wie ich sie gerne gestalten möchte. Und hier habe ich auch schon den Block mir so weit hingelegt, wie ich die Seiten alle innen dekorieren möchte und habe sie mir ebenfalls nummeriert. Denn ich habe mir natürlich ja auch schon überlegt, wo welches Foto in dieses Album eingeklebt werden soll. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Also die Grundmaße der Seiten sind jeweils 14x14, da das Album ja 15x15 ist. Und auf der ersten Seite habe ich mir überlegt, dass ich ein Klappenelement einbauen möchte, wo ich hier nur eine 0,5 cm breite Bindung genommen habe. Das reicht nämlich völlig aus. Und das soll halt wieder so ein Türchen werden, was man dann aufklappt. Und die Torelemente haben jeweils die Maße 7x14 cm. Und ebenfalls, wie gesagt, hier eine 0,5 cm breite Bindung. Dann habe ich das hier vorne etwas gestanzt auf beiden Seiten. Und das wird dann so eingeklebt. Und auf der Rückseite habe ich hier nur eine Bandrolle, die ich dann hier an die Seite kleben möchte. Und die hat die Maße 14x5 cm. Und jetzt müssen wir uns nur noch das Designpapier dazu zuschneiden, um die erste Seite zu verzieren. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall schon mal zweimal Designpapier in 14x14, um die beiden Seiten zu verkleiden. Für die Klappen benötigen wir 14x5 cm und für die Bandrolle ebenfalls 14x, die ist hier 4,8. Das? Ja. Also, wir machen erstmal für die großen 14x14. Und ich habe mir überlegt, ich möchte für die erste Seite
diese beiden Blätter hier verwenden. Die passen farblich ganz gut zusammen. Und wenn die Klappe aufgeht, möchte ich gerne, dass man das sieht. Da kommt ja nachher dann auch ein Bild rein. Das heißt, hier schneiden wir einmal 14 mal 14 und auf der Rückseite ebenso. Da nehmen wir uns dann halt erstmal hier unser Schneidebrett. Hier erstmal ein bisschen Platz machen. Der Tisch ist doch nicht ganz so groß. Und das Grundmaß ist ja 30,5 mal 30,5. Und wir schneiden uns jetzt hier, wie gesagt, erst einmal 14 cm zu. Und dann legen wir es quer und machen das Ganze noch einmal, beziehungsweise jetzt in diesem Fall dann zweimal. Einmal, zweimal. Und somit bleibt ein kleiner, schmaler Streifen übrig. Und wir haben unsere Seite schon mal so weit verziert. Und für die Klappen möchte ich gerne das andere Papier nutzen. Das schneiden wir uns ebenfalls dann jetzt erst einmal auf 14 cm zurecht. Und dann haben wir ja gesagt, für die Klappen brauchen wir... Nehmen wir jetzt 5 cm... Bei 5,5 ist zu. Wir nehmen 5. So, das heißt, wir schneiden jetzt insgesamt 4 mal 5 cm zurecht. Einmal. Zweimal. Viermal und dann haben wir unsere unsere Klappen hier ebenfalls von innen und außen schon mal. Und jetzt brauchen wir noch, hier brauchen wir 4,8. 14 haben wir ja schon und jetzt noch 4,8. Und dann haben wir die erste Seite schon mal soweit fertig. Wie gesagt, es bleibt nicht so viel übrig. Da können wir nachher noch was draus werkeln. Jetzt werden wir erst einmal, wie gesagt, unsere Seiten einkleben. Und ich habe mir überlegt, weil das ja so ein bisschen so shabby schick sein soll, möchte ich gerne die Ränder etwas inken. Und da habe ich hier so ein Stempelkissen, was halt von der... Ja, von der Kraft her nicht mehr so ganz so ist, aber hier so zum Einfärben beziehungsweise hier so zum bisschen zum Inken eignet es sich noch sehr gut. So, jetzt haben wir erstmal die beiden Grundseiten zumindest schon mal geinkt ringsherum und für die beiden Klappen, die müssen wir ja gleich dann erstmal noch ankleben. Die möchte ich ja natürlich wieder mit einem Magneten verschließen. Und dann möchte ich da vorne gerne ja, ein Metallelement drauf machen. Da überlege ich mir jetzt noch welches. Ich denke, ich werde hier etwas von den Ornamenten nutzen. Entweder nehme ich dieses. Ich denke, das sieht ganz hübsch aus. Ich nehme die Ornamente. Also für dieses
Türchen jetzt hier vorne, nämlich dieses. Als erstes werden wir jetzt aber mal die beiden, das ist für die Rückseite, jetzt erst einmal hier bekleben. Die möchte ich aber natürlich auch noch ein bisschen inken, damit das hübsch aussieht. Gerade auf dem hellen passt das ganz gut. So, jetzt haben wir alles soweit fertig. Jetzt werden wir das erst einmal aufkleben. Und zwar nehme ich dafür meinen Techie Glue, weil das ist ja relativ stabiler Fotokarton. Da kann man ruhig den Techie nehmen, ohne dass ich das Papier wählt. Und immer daran denken, hier ist in diesem Fall weniger mehr. Und dann der Vorteil an dem Techie ist, dass man es immer noch mal schieben kann. Wie gesagt, so schließt es nachher. Dann kommt hier in die Mitte der Verschluss. Und unser Magnet, da in die Mitte ein Bild soll, würde ich jetzt den Magneten dann natürlich unter das Foto machen. Sonst ist die Gefahr, dass die Kraft vom Magneten natürlich nicht so gut ist. Das heißt, wir nehmen jetzt, ich habe jetzt hier zwei kleine. Sie macht man nachher natürlich in die Mitte, das sieht dann nicht so schlimm aus. Und den zweiten davon klebt man dann hier mittig und den würde ich dann halt unter das Bild machen, dass dann der Verschluss nachher darunter versteckt ist. Das heißt, wir kleben jetzt als erstes die beiden Elemente, die beiden Klappen an. Und dazu bringen wir hier Sticky auf. Ich nehme dazu jetzt einfach mal hier das Blaue. So. Ups. Schere. Dann nehme ich mir noch mal mein Falzbein und streiche das Ganze hier nochmal nach. Und dann würde ich das Ganze hier schon mal anpeilen. Und zwar ist es da immer wichtig, dass ihr nicht in den Falz von der Seite kommt, sprich ihr müsst sozusagen vor dem, das ist immer gar nicht so einfach. Ihr müsst vor dem Kniff sozusagen, also vor dem Kniff der Seite, sonst habt ihr nachher das Problem beim Umblättern, ne? Dass ihr die... So, jetzt steht das natürlich unter Spannung, aber nachher, wenn hier der Magnet sitzt, der hält das ja dann zusammen. Dann nehmen wir uns die nächste Seite und kleben da ebenfalls das Sticky drauf. Und machen es natürlich auch ab.
jetzt auf der anderen Seite. Da müssen wir jetzt natürlich schauen, dass wir hier gut anpeilen, dass das hier eine schöne Naht ergibt. Und dann ziehen wir das Ganze von innen auch nochmal nach und klappen es um und ziehen es auch nochmal nach. Und somit ist das schon mal fertig. Und jetzt kommt hier in die Mitte das Ganze, unsere. Und jetzt passiert natürlich Folgendes. Das vergesse ich jedes Mal. Ihr müsst die Seite natürlich innen ein paar Millimeter schmaler machen, weil durch die Klappen ja hier Druck entsteht und dann würde sich das wölben. Das heißt, wir nehmen noch mal kurz das Schneidebrett und ich schneide jetzt hier ein Millimeter einfach mal noch weg. Also so ein ganz schmales Stück. Gucken wir mal, ob das schon reicht. Wenn wir das jetzt hier einkleben und das reicht. Sprich, ihr macht die Seiten, die innen liegen, nicht 14 mal 14, sondern 14 mal 13,9. So, jetzt würde ich hier noch mal kurz ein bisschen nachinken. Ist noch genug dran hier an dem Pinselchen. Auf der Rückseite ist es jetzt nicht so schlimm, weil da kleben wir ja die Banderole oben drauf. Und dann würden wir das Ganze jetzt kleben. Jetzt am besten gleich zuklappen, damit ihr seht, ob das schön gerade ist, alles. Und dann könnt ihr schön glatt streichen. Und somit ist das erste Element schon mal fertig. Und wir gehen auf die Rückseite. Da kleben wir jetzt ebenfalls erst einmal das Designpapier hier schon mal drauf. So, schön gerade. Und die Banderole bekleben wir auch schon. Und dann kommt die Banderole noch da an den Rand. Zu. So, und die Banderole soll jetzt hier an den Rand. Die werde ich jetzt hier mit dem dünnen Sticky einfach rundherum an den Rändern ein bisschen damit fixieren. Also vorne die Lasche bleibt natürlich frei, wo das Foto dann rein soll. Streichen wieder und das Sticky lösen.
Also ihr seht auch, Sticky braucht man wirklich immer und auch in allen Breiten. So, jetzt peilt ihr am besten erst einmal die Kante hier hinten an. Und dann einmal feststreichen. Und somit ist hier vorne die Lasche dann auf, um hier das Foto reinzukleben. So wird die Seite ja dann nachher eingeklebt. Dann ist hier nachher noch der Verschluss drauf. Und dann wird das Ganze so aufgeklappt. Und ja, die erste Seite ist damit fertig. Und wir beginnen dann gleich mit der zweiten. So, Seite 1 ist jetzt fertig. Ich habe jetzt hier in der Mitte bereits einen Magneten erstmal ein bisschen mit Klebeband fixiert. Und auf das Metallornament habe ich ihn einfach festgemacht und dann von außen ein bisschen vorsichtig mit Sekundenkleber festgemacht, dass der Magnet da drauf hält. Und ihr seht, somit ist es dann verschlossen. Man macht es dann auf, klappt es auf und hier drüber wird dann das Bild geklebt, sodass man den Magneten nachher nicht mehr sehen kann. Und auf der Rückseite haben wir, wie gesagt, die Tasche. Somit ist Seite 1 fertig und wir kümmern uns jetzt um Seite 2. Ich lege nur mal kurz Seite 1 beiseite. So, Seite 2 besteht aus einem Wasserfall mit zwei Bildern und dieser Wasserfall wird dann mit einer Banderole gehalten, so wie ich es in dem handgenähten Album davor ebenfalls schon hatte. Und auf der Rückseite kommt ebenfalls wieder so eine kleine Tasche, wo diesmal aber ein Foto von oben reingesteckt wird. Und wir brauchen wieder, die Grundseite ist wie immer 15x15 und hat dann hier eine 1 cm breite Faltung für die Lasche zum Einkleben. Die beiden Wasserfallelemente sind 10 mal 11 cm und haben ebenfalls eine 1 cm breite Klebelasche. Und die Banderole zum Verschließen ist 14,5 mal 3,5 und hat ebenfalls eine 1 cm breite Faltung. Und die Banderole für unten, wo das Foto reingesteckt wird auf der Rückseite, ist 14 mal 4,8. Könnt ihr auch 5 nehmen, das ist einfach ein Rest, also die Breite ist jetzt da nicht ganz so wichtig. So viel erstmal zu den Maßen. Als Designpapier habe ich mich für diese beiden entschieden und ich möchte gerne auf der Seite, also auf beiden Seiten, das Notenpapier haben, also auf der Vorder- und auch auf der Rückseite. Die beiden Klappen werde ich von außen mit dem Pünktchenpapier bekleben und auch auf der Rückseite die Lasche, wo das Foto reingesteckt wird, ebenfalls. Und die Banderole möchte ich dann nochmal mit dem Notenpapier bekleben. Und wir machen als erstes das Notenpapier in den Maßen 14x14. Und ich muss mal kurz mein Schneidebrett holen. Das ist so mit so einem kleinen Tisch gar nicht so einfach. Es ist immer einfacher, wenn ich alles vorbereiten kann. Aber ich möchte euch ja diesmal mal wirklich ein Album vom Anfang bis Ende zeigen. Und da nehme ich das jetzt einfach mal in Kauf. So, 14 cm. Und jetzt hier auch 2x14. 14. Bleibt hier ein schmaler Streifen übrig. Vielleicht haben wir ja Glück. Natürlich nicht. Der ist zu schmal, also bleibt der erst einmal übrig. So, dann haben wir schon mal auch schön vom Motiv her für Vorder- und Rückseite das geschnitten. Dann machen wir jetzt für das Pünktchenpapier und die beiden Klappen vom Wasserfallelement machen wir jetzt 2x 8,5 mal 10. Also machen wir erstmal die breiteste Seite. Also schneiden wir es erst einmal bei
10 cm. Und dann machen wir jetzt 2 mal 8,5. Einmal. Und zweimal. Und dann brauchen wir ja noch den für die Rückseite. Der war jetzt 14 mal 4,8. Mal sehen, ob wir hier noch 14 haben. Jawohl, haben wir. Ne, haben wir nicht, zu kurz. Dann bleibt das erst einmal übrig. Und wir schneiden jetzt mal so entlang 14 cm. Und machen jetzt 4,8. So, dann haben wir das auch. Und jetzt nochmal von dem Notenpapier etwas Schmales für den für dieses Stück. Das war jetzt 3,5 mal 13,5. Das heißt, ich mache erst einmal, hier machen wir 3,5, weil ich möchte gern das Notenbild vorne haben. Also machen wir mal 3,5 mal, was hatte ich jetzt gesagt? Nee, war nochmal nachmessen. Mal 13,5. So, jetzt gucken wir nochmal. Na, das sieht doch gut aus. Genau. So, dann sind wir mit dem Schneiden erst einmal wieder soweit fertig. Das sind unsere Elemente. Das ist alles, was zur Seite gehört. Und jetzt müssen wir erst einmal für diesen Klappmechanismus, da würde ich ganz gern dieses nehmen, müssen wir uns jetzt erst einmal ausmessen, wo was hin soll. Meine Klappen sind jeweils 10 mal 10 cm. Zwei Stück an der Zahl haben wir und die Seite hat die Maße 14 mal 14. Das heißt, wir haben ungefähr oben und unten 4 cm Luft. Und zwar müsst ihr dann aber bedenken, dass ja noch hier eine Klebelasche ist, die dann sozusagen, ja, die klebe ich einfach oben an. Die dann ja auch noch in der Länge mit beeinträchtigt von dieser Seite. Das heißt, 1 cm von oben müsst ihr eh schon mal wegnehmen. Und dann lasst ihr noch 1 cm Luft. Ich habe das hier hinten auf der Rückseite schon, das ist ja die Rückseite schon mal angezeichnet. Das heißt, ich habe mir hier 2 cm von oben markiert. Das wäre dann, ich schiebe das jetzt mal hier drunter. Sozusagen auf der Rückseite würde jetzt hier der Verschluss angeklebt werden. Und dann würde 1 cm davon weiter unten die erste Klappe angeklebt werden. Und 1 cm darunter die nächste Klappe. Das heißt, ihr messt euch jetzt 2 cm vom oberen Rand auf der Länge an und dann messt ihr von diesen 2 cm, legt ihr euch das Lineal an, 14 cm, wie gesagt, ist die Seite komplett breit. Und die Klappe hat eine Maße von 10 cm, das heißt, ihr habt 4 cm Luft und das heißt, ihr geht 2 cm vom Rand nach innen auf jeder Seite, sodass die Klappe schön in der Mitte sitzt. Dann nehmen wir uns das Cutter,
wenn ihr euch das hier angezeichnet habt. Das heißt, von der 2, von 2 bis 12 cm wird jetzt diese Seite eingeschnitten. Dazu nehmt ihr euch einen Cutter und macht euch einen Schlitz ins Papier. Das macht ihr darunter dann ebenfalls. Mal schauen, ob es hier schön gerade ist. Ja. So, dann haben wir jetzt hier die beiden Schlitze. Dann müssen wir jetzt erstmal unsere beiden Klappen mit dem Pünktchenpapier bekleben. Dazu nehme ich wieder meinen Tiki Glue. Aber Moment, bevor wir das machen, muss ich ja noch schnell die Ränder hier inken. Meine Wasserfallelemente sind jetzt natürlich recht klein, aber ich habe da in der Sammlung zwei Fotos, mit denen das ganz gut funktioniert. Daher kann man das mal machen. Ansonsten sind ja natürlich Fotos eigentlich, also diese Wasserfallelemente, jetzt schön gerade bleiben, normalerweise etwas größer. Aber in diesem Fall sind sie halt was kleiner geworden, aber das ist gar nicht schlimm. Ihr könnt die natürlich so groß machen, wie ihr möchtet. Wenn ihr sagt, jetzt euer Album soll größer werden, ich möchte es jetzt halt ein bisschen kleiner halten, weil es, wie gesagt, es geht auf Reisen und zwar nach Frankreich und ja, Porto und Versand für Frankreich ist nicht gerade wenig und deswegen darf das nicht so groß und nicht ganz so schwer sein. So, jetzt brauchen wir dann unser Sticky. Da nehme ich wirklich immer das Rote, das kann ich euch nur empfehlen. Und da macht ihr euch jetzt auf eure, jetzt muss ich überlegen, Moment, kurz laut überlegen. So kommen sie durch, so werden sie angeklebt, also kommt das Sticky nach innen. Das ist immer ganz wichtig, dass ihr euch das vorher überlegt. Sonst wird es problematisch. So, einmal. Und zweimal. So, dann, wie gesagt, wieder einmal nachstreichen. Und dann Ecken abschrägen. Kann ich euch nur empfehlen, weil wir diese Elemente hier jetzt gleich durchschieben sozusagen. Und wenn die nicht angeschrägt sind, dann habt ihr da Schwierigkeiten mit. So, dann nehmt ihr euch jetzt die schöne Seite eures Papiers und fädelt eure Klappen dadurch. Und dann macht das so, dass, Moment, dass das rote Sticky wirklich darunter verschwindet. Klappt es einmal um, schaut nach, ob alles gut ist. Dann dreht ihr es um. Schön festhalten, damit es euch nicht verrutscht. Weil, wie gesagt, Sticky ist ja, wenn es klebt, dann klebt es. Und dann macht ihr euch euer Sticky ab. Nochmal schön. Und schon ist die erste Klappe dran. Und die zweite Klappe darüber. Ebenfalls durch das Löchlein friemeln und umklappen.
und umdrehen. Und gucken, dass es gerade ist. Das ist sehr wichtig, weil sonst habt ihr nachher einen schiefen Wasserfall und das sieht dann auch nicht schön aus. Das sieht aber gut aus. Dann dreht ihr das Ganze um. Macht euch wieder euer Sticky ab. Nochmal schauen, ob alles richtig ist. Das sieht ganz gut aus. Und dann klappt ihr das Ganze um. Und somit habt ihr euren Wasserfall fertig. Jetzt kleben wir nur noch unsere Banderole dran. Und nehmen halt mein blaues Sticky, um dann die Banderole zu befestigen. So, wieder glatt streichen und dann erst einmal das hübsche Notenpapier, was wir hier auch noch inken müssen. Okay. Ich sag mal, je mehr Elemente ihr in so ein Album macht, desto aufwendiger logischerweise und desto spannender sieht es aber aus. Und jetzt passieren immer kleine Pannen, so wie jetzt, dass das Sticky nicht ab möchte. Doch, jetzt möchte es. Das sind alles so Sachen, die man halt mit einplanen muss. So, jetzt muss man natürlich hier auch schauen. Ich hatte mir das hier vorher auch schon ein bisschen angezeichnet. Also am besten macht ihr das so bis zu der Faltung und dann klappt ihr das Ganze um. Und jetzt müssen wir hier nur noch mal ein bisschen Tacky dazwischen machen. Dass das Ganze hier hält. Müsst ein bisschen aufpassen. Am besten mit dem Tuch. Also am besten den Magneten vorher darunter packen, bevor ihr das Ganze richtig festklebt. Denn wie gesagt, das Ganze kommt ja jetzt hier drauf. Jetzt werden wir uns hier noch den Magneten dahin packen. Wo er hin soll. Genau. Dass wir den hier nachher gleich wiederfinden. So. Genau. Okay. Am besten ist, ihr macht das, wie gesagt, so fest und dann klebt ihr euch das hier hinten mit ein bisschen Teser, dass euch der Magnet hier erstmal nicht so verrutscht. So. Und dann kommt jetzt hier ebenfalls Tacky Glue drauf. Passt nur auf, dass ihr nicht zu viel nimmt, dass euch das jetzt hier nicht aus den Klappen rausquillt. Und dann peilt ihr das Ganze hier schön an. Aber wie gesagt, bei dem flüssigen Kleber ist das ja immer günstig, dass man da noch mal ein bisschen schieben kann. So. Und schon ist die Vorderseite fertig.
Magneten lösen und dann könnt ihr das hier aufklappen und hier die Fotos draufkleben. Und der Magnet hält alles schön fest. Somit ist diese Seite auch fertig und wir widmen uns jetzt der Rückseite. Da kommt dann ebenfalls das Notenpapier rauf und das Pünktchenpapier nach unten. Das müssen wir bloß noch festkleben. Jetzt müssen wir, wie gesagt, noch Seite 2 durchkleben. Dann wieder den Tacky Glue nehmen. Einmal umdrehen. Wie gesagt, das Schöne an dem Flüssigkleber, kann ich immer nur wieder sagen, ist halt, dass man es nochmal schieben kann. Der Nachteil ist halt, dass, wenn man Pech hat, sich das Papier halt sehr doll oder sehr stark wellen kann. Aber da ich ja jetzt hier wirklich erstens schon den dicken Kartstock drunter habe und zweitens auch das dicke Papier als Grundlage, geht das hier ganz gut. Beim Tacky müsst ihr wirklich auch immer gleich wieder zumachen und spitze abwischen. Wenn der euch einmal eintrocknet, dann habt ihr da wirklich ein Problem. So, dann machen wir das, wie wir das schon letztens mit der Seite auch gemacht haben. Das Ganze an. So, und somit haben wir jetzt hier wieder eine Tasche geschaffen für ein Foto. Und vorne, wie gesagt, haben wir die Klappe, wo ihr die beiden Fotos aufkleben könnt. Und der Magnet hält alles fest. Somit ist Seite 2 auch fertig und wir kümmern uns um Seite 3. Und jetzt kümmern wir uns um Seite 3. Die besteht wieder aus der Grundseite 15x15 mit der 1 cm breiten Falzung. Dann habe ich hier drei kleine Papierabschnitte in den Maßen 14x2,7 und einmal 14x1,8. Die haben wir hier zweimal. Da möchte ich auf der Rückseite noch was kreieren draus. Und ich habe mich entschieden als Grundpapier dieses und zusätzlich noch den Rest von dem Notenpapier zu verwenden. Da habe ich ja hier sogar noch schmale Streifen. Und die passen hier nicht, aber hier kriegen wir schon mal einen locker raus. Genau. Einen dafür und hiervon kriegen wir dann zwei raus. Dann haben wir nämlich die Streifen hier auch wieder verwertet. Und für den Hintergrund, wie gesagt, möchte ich gerne dieses Papier nutzen. Das schneiden wir uns jetzt hier erst einmal wieder auf 14x14 zu. Und dann hier 2x14. Und es bleibt was Schmales übrig. Und jetzt müssen wir uns noch die Streifen zuschneiden. Und zwar hatte ich ja gesagt, muss ich nochmal schnell nachmessen. Machen wir erstmal den, denn für den schmalen hier 1,8 mal 14. 14 ist er. 1,8.
Und das passt. Bleibt der schmale übrig. Und jetzt machen wir uns den hier auch erstmal auf 14. Und wieder 1,8. Dann haben wir hier den zweiten. Genau. Und der war jetzt 2,7, das durfte der natürlich nicht mehr sein. Nein, können wir den also nicht nutzen. 2,7 in der Länge. Und jetzt 14 in der Länge. Das war jetzt gerade ein bisschen falsch gedacht, aber das macht ja nichts. So. Genau, und jetzt stimmt das und wir haben uns wieder alles fertig zugeschnitten. Jetzt werden wir erst einmal alles gleich ein bisschen inken. So. Und dann fangen wir jetzt erst einmal an, das alles aufzukleben. Und ich möchte gern auf der Vorderseite wieder hier unten eine Tasche kreieren. Und zwar möchte ich diese beiden Streifen, das habe ich auch schon in meinem Album gemacht, was ich für die Omi gemacht habe. Da möchte ich gerne eine Seite so gestalten, dass man das Foto hier so reinklemmen kann. Das heißt dann, ich lege mir das so an, wie es sein soll und schneide hier ein bisschen was weg. Das könnt ihr schon vorher machen, bevor ihr das alles mit Designpapier beklebt. Ich mache es aber immer im Nachhinein, weil man sich dann manchmal ja doch noch kurzfristig überlegt, das irgendwie anders zu kleben. So, genau. So, dann haben wir hier unten schon mal die Ecke und jetzt machen wir das Ganze hier oben noch einmal. Das heißt, ich markiere mir hier wieder von wo bis wo ich schneide und schneide das Ganze weg. Nochmal korrigieren oder gucken, beziehungsweise ob es passt. Perfekt. Und dann klebt ihr einfach etwas Tacky an den Rand. Und klebt das Ganze fest. Und genauso machen wir es hier unten auch. Da empfehle ich euch wirklich Flüssigkleber, weil ihr seht, man muss im Nachhinein immer noch mal neu anpeilen. So, und die Reste kommen einfach weg. So, dann ist diese Seite schon mal fertig und auf der Rückseite kleben wir uns, machen wir unseren Tippi erstmal wieder zu, auf der Rückseite kleben wir uns wieder so eine Fototasche sozusagen. Jetzt kann man sich überlegen, machen wir sie so oder so. Ja, ich würde sie so machen, damit man das Schöne von der Karte sehen kann. Und dazu nehmen wir uns hier wieder unser schmales Band. So, und schon haben wir wieder eine Fototasche geschaffen. Und hier vorne werden wir, wie gesagt, das Foto einklemmen. Ich guck mal, ob ich jetzt eins, was so ungefähr die Größe hat. Genau, das heißt, das ist dann so.
Das ist ein bisschen groß, das Bild. Das müsste man dann nochmal, oder? Geht es jetzt doch? Doch, es geht. Naja, ungefähr. Also wie gesagt, das wurde zugeschnitten, aber so ungefähr soll das dann aussehen. So, und somit ist Seite Nummer 3 fertig. Und jetzt kommt Seite Nummer 4. So, wir kommen zu Seite 4. Auf Seite 4 gibt es wieder einmal eine Klappfunktion. Diesmal allerdings nicht so, sondern von oben nach unten geöffnet. Und auf der Rückseite gibt es wieder eine kleine Lasche, wo man ein Foto reinmachen kann. Und jetzt habe ich hier noch ein Stück von dem Block dran. So, und als Papier habe ich mir Folgendes ausgesucht. Einmal für die Seiten hier innen dieses Papier. Das kommt hier und auf die Rückseite. Und für die Klappen von innen und außen kommt einmal dieses und ebenso die kleine Banderole. So, das heißt, wir nehmen uns wieder unser Schneidebrett. So. Das legen wir mal kurz beiseite. Und wir schneiden uns erst einmal dieses auf 14 cm. Dann ein zweites Mal auf 14 cm. Und hier auch nochmal auf 14. Und dann müssen wir ja, haben wir ja gelernt bei dem anderen, dann müssen wir diesen ja nochmal, das habe ich jetzt vergessen, das hätte ich gleich machen sollen, also einmal auf 13,9 schneiden. Dass wir hier nochmal einen schmalen Streifen wegnehmen. Genau, das müssen wir uns nur merken, dass das für die Tore ist. So, die Tore haben wieder mal die Maße 14 mal 5 und das ist 14 mal 2,8. Also schneiden wir uns mal einmal 14 cm ab. Und schneiden uns jetzt 4 mal 5 cm für die Tore. 1. Drei und vier. Und für das Kleine hatten wir jetzt, also ich habe echt ein Kurzzeitgedächtnis, 2,7. Aber lieber einmal mehr messen, als zu verschneiden. Genau. So, jetzt ist mir gerade noch eingefallen, dass unser Tor ja diesmal nicht so aufgeht, sondern so. Sprich, wir müssen ja nicht hier 13,9 machen, sondern da. Das heißt, ich schneide jetzt, ich lasse das jetzt so und nehme das für die Rückseite, weil da kann ich das ein bisschen korrigieren und nehme jetzt dieses und schneide hier nochmal 0,1 ab. Zeige ich euch gleich nochmal, was ich jetzt meine. Klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen komisch. So, das kommt zu den Toren. Okay. So, und zwar Grundseite. Wenn das jetzt die Seite ist für die Tore und die Rückseite, dann nehme ich jetzt nämlich dieses und lege das dann nachher an die Naht sozusagen und habe hier den schmalen Streifen, der dann nachher aber verschwindet, da ich ja hier das andere anbringe. Ne? So, jetzt machen wir aber erstmal wieder hier unsere Tore. Unsere Tore werden wir erst einmal wieder bekleben.
So. Das ist jetzt das, was wir hierfür nehmen. Mal schauen, dass es das Richtige ist. Ja. Okay. So. Jetzt geht es wieder darum, unsere Tore einzukleben. Und diesmal wollen wir sie ja von oben nach unten schließen. Sprich, wir machen uns hier diesmal das Sticky hin. Und ich sage es euch nochmal, also wenn ihr Scrapbooks machen wollt oder jetzt ja, Mini-Alben, also so ein Sticky-Tape ist wirklich unumgänglich, weil das hat einfach mal super starke Klebekraft, was jetzt das Doppelseitige zum Beispiel vom Teddy oder vom Action nicht haben. Also da empfehle ich euch wirklich ein Sticky zu nehmen, ob jetzt das Blaue oder das Rote ist, ist völlig egal. Die haben beide wirklich super Klebekraft und die braucht ihr. Also gerade wenn es darum geht, die Seiten einzukleben oder jetzt hier auch so Klappfunktionen zu machen, dafür ist das wirklich super geeignet. So, wir fangen mal oben an. Jetzt geht es wieder darum, ich nehme es mal in die Hand, ich glaube, das ist einfacher. Da ist es jetzt ein bisschen einfacher, weil ihr müsst diesmal ja nicht so darauf achten, hier, dass ihr mit der Faltung, wie bei der anderen Seite, ins Gehege kommt, weil ihr seht, das gibt ja hier oben den guten Abschluss. Ne? Also ihr kommt hier mit den Blättern nicht in Schwierigkeiten. So. Und so. Und nochmal ordentlich nachziehen. Dann steht das, das habe ich jetzt ein bisschen unter Spannung. Gucken wir nochmal, ist das jetzt das richtige Papier? Und das hier war's. Genau. Sehr schön. So, dann können wir uns ja schon mal hier so ein Ornament noch aussuchen, welches wir dann da in die Mitte kleben möchten. Ich würde mich jetzt hier, glaube ich, für das Kleine hier entscheiden. Ja, das gefällt mir gut. Das nehmen wir. Wie gesagt, ihr könnt euch auch selbst klebende Magneten kaufen. Jetzt klebt das hier. Dann spart ihr euch das. So rum ist richtig. Dann spart ihr euch das Angeklebe mit diesen Magneten. Könnt ihr auch machen. Gibt es. Müsst dann nur auf die Dicke des Magneten achten. Und so ungefähr in der Mitte sollte er ja auch liegen. Okay, und dann nehmen wir uns wieder Tesa. Weil da kommt ja nachher wieder unser Foto drüber. Über diesen Magneten. So, den anderen machen wir hier wieder drunter. Den klebe ich dann wieder mit Sekundenkleber fest. Und schon hält es. Und somit ist diese Seite auch fertig und wir kümmern uns um die Rückseite und da kleben wir erstmal wieder die Banderole fest. So. Und dann kleben wir hier unser Papier. Jetzt gucken wir nochmal, wie rum. Jeden Fall so rum und ganz nach links, haben wir ja gerade gesagt, damit man das 0,1 cm Stück, was wir jetzt oder was ich gerade falsch abgeschnitten habe, nicht mehr sehen kann. Andersrum, an die Faltung, seht ihr?
So passiert das. Gott sei Dank haben wir Flüssigkleber genommen. Genau, hier muss ja der Spalt zu sehen sein. Und dann machen wir wieder unseren Tiki zu. Und dann nehmen wir uns wieder unser schmales Klebeband. Und dann machen wir das hier wieder. Naht auf Naht. So, und wir haben Seite 4 somit auch fertig. Und wir kümmern uns um Seite 5. So, für Seite 5 habe ich mir eine Klappenfunktion überlegt. Und zwar ist das unsere Grundseite. Die ist diesmal nicht 15x15, sondern 14x28. Da macht ihr eine Falzung wieder bei einem Zentimeter für die Lasche zum Einkleben. Und die zweite Faltung macht ihr bei 14 cm und faltet es nach innen. Das ist dann unsere Vorderseite und auf der Rückseite kommt wieder eine Einstecktasche nach unten. Und als Papier nutzen wir wieder dieses. Das sind ja noch die Reste aus der ersten Seite. Und zwar möchte ich, wenn ich es aufklappe, hier drin auf jeden Fall diese Seite. Ich denke sogar auf beiden, ja. Und hier außen werde ich diesen Blauton nutzen. Und auf der Rückseite, mal sehen, ich glaube, es wird von einer, ja, wird es nicht mehr reichen, da wird es dann halt auch blau werden. Und ich werde hierfür eventuell das Muster nehmen. Muss ich jetzt mal sehen, wie das Papier reicht. Auf jeden Fall schneiden wir uns jetzt erst einmal dieses Maß hier zu. Und das brauchen wir einmal 14 mal 12,9 und einmal 14 mal 14. Ah, lieber 13,9, weil ihr habt ja hier die Faltung, dass ich das Papier nicht will. Also auf alle Fälle schneiden wir jetzt erst einmal 14 cm zu in der Höhe. In der Höhe, also so. Ups. Ich muss hier wieder schieben. Der Tisch ist zu klein. Jetzt muss ich nochmal überlegen. So soll es 14 sein. So wird es schmaler. Also machen wir es so. 2 mal 14. Einmal. Zweimal. Und dann machen wir 13,9 einmal, hatten wir gesagt. Für hier. Passt das? Ja. Und hier hat man, glaube ich, 12,9. Ne? Ich schaue lieber nochmal. Ah, 12,9. Genau. Das heißt, dieses auf 12,9. So. Und hier hinten brauchen wir dann ja auch, hier vorne, hier brauchen wir jetzt aber 12,9 mal 14. Das ist ja jetzt dieses. Das heißt, wir schneiden wieder 14. Und 12,9. Somit haben wir die Front schon mal fertig und die Heckseite wird dann wieder 14 mal 14 werden. Genau. Mal sehen, haben wir hier nochmal 14? Ja, und hier auch.
Sehr schön. Okay. 14. Nein, ich möchte die. Doch, das möchte ich mit drauf haben. Na, 14. So, und jetzt müssen wir mal gucken, ob hier eines dieser Reste, das sieht ganz gut aus. Da mache ich es einfach ein Stück schmaler. Da schneiden wir jetzt mal den Cardstock auf die Maße des Blattes zu. 3,5. Weil ich möchte den gern nutzen. Genau, perfekt. Und somit haben wir A wieder schön Reste verwertet. Das ist alles, was übrig ist. Das hefte ich mir erst einmal so zusammen. Mal sehen, vielleicht brauchen wir es für die nächsten Seiten nochmal für die kleineren Teile. Und jetzt. Das ist hinten. Jetzt machen wir erstmal die Front. Alles wieder schön inken. So, alles fertig geinkt. Dann können wir jetzt kleben. Ich überlege, ob ich einen Magneten nutze. Aber das brauche ich hier nicht, weil... Nee, brauchen wir nicht. So, und hier könnt ihr dann nochmal sehen, dass hier diese Falzlinie in der Mitte schön frei bleibt, ne? Dass wenn ihr umklappt, dass das Papier da nicht übereinander kommt. So, dann jetzt hier vorne noch die Vorderseite. Und dazu nehmen wir natürlich wieder unser dünnes Sticky. So, und wieder schön anpeilen, glatt machen und fertig ist wieder unsere Fototasche. Und somit ist Seite 5 auch fertig. Und wir kümmern uns um Seite 6. So, jetzt kümmern wir uns um Seite 6. Und Seite 6 hat wieder ein Klappenelement. Diesmal wieder zum So öffnen. Und auf der Rückseite haben wir noch eine Klappe. Die wird dann hier außen angeklebt. Und dann so aufgeklappt. Da kommen dann wieder überall Magneten dazwischen. Und wir benötigen dafür wieder Papier. Ich habe mich für den Rest von diesem entschieden. Und dieses soll dann den Grund bilden. Und zwar möchte ich gern dieses Papier hier einmal auf Vorder- und Rückseite. Und die Klappen möchte ich gern mit diesem Papier einkleiden. Das müsste fast genau aufgehen. Wir schauen einfach mal. Also als erstes für die Grundseite wieder 14 mal 14. Genau. Beziehungsweise werden wir hier vorne 14 mal 13,8 machen, weil wir haben ja hier wieder das Klappenmodul, wo es sonst ein bisschen eng werden könnte. Und für die Rückseite machen wir auch 13,8 ungefähr. Also wir schneiden uns auf jeden Fall erst einmal wieder und zwar so rum 14 cm zu. Und dann machen wir uns jetzt 2 mal 13, dann machen wir mal ruhig 13,8. Dann haben wir ein bisschen mehr Spielraum. Sonst, so, dann haben wir das erledigt. Dann sind unsere beiden Seiten schon mal eingekleidet. Und dann brauchen wir für die große Klappe 14 mal 9,5, zweimal. Jetzt schauen wir mal kurz, wie breit das gute Stück ist.
Jetzt ist ein bisschen breiter. Ja, wir machen es mal jetzt hier auf 14. Das haben wir uns kurz überlegen. Ja. Auf 14. Und dann hatte ich jetzt gesagt 9,5. Ach, ich messe lieber nochmal nach. Mein Kurzzeitgedächtnis, ja. 9,5 zweimal. Einmal. Zweimal. Und für die kleinen Teile brauchen wir wieder 4 mal 5 cm. Das wird jetzt hier natürlich nicht mehr reichen. Da kriegen wir höchstens noch 2 Stück raus. 1 und 2. Und dann ist das Papier leer. Sprich, wir machen es in der Farbe von außen und machen es innen halt nochmal in dem anderen Farbton. Dazu nehmen wir uns das nochmal und schneiden uns hier nochmal 14 ab. Und machen jetzt hier nochmal 5,5. Oh, war ja. Nee, 5. Ich und mein Kurzzeitgedächtnis. Einmal. Und zweimal. Und dann sind wir mit dem Gesäble auch wieder durch. Und jetzt müssen wir natürlich wieder alles erstmal dahin sortieren, wo es hingehört. Das ist die Rückseite. Und das ist die Front. Okay, so. Dann werden wir wieder alles einmal inken. So. Dann sind wir hier wieder fertig und wir fangen jetzt an wieder mit der ersten Seite. Und dazu bekleben wir erst einmal wieder unsere Tore. So, das können wir noch nicht ankleben. Jetzt machen wir erstmal kurz nochmal den Tacky einmal zu, weil wir ja jetzt erstmal wieder unsere Türen hier anbringen müssen. Sprich, wir müssen hier erstmal wieder unser schmales Sticky aufbringen auf die Außenkante. Und wieder einmal schön glatt streichen und wieder das einmal nochmal umbiegen, dass wir das gleich gut hinkriegen, denn wir müssen es ja jetzt wieder, ich fange mal mit der an. So, und einmal nochmal nachziehen, sehr schön, hier klappen wir es noch einmal um, okay.
Okay. Zack. Und schon ist das fertig. Jetzt müssen wir hier noch schauen, dass wir es richtig rum reinkleben. Jetzt ist es gut. Und ihr seht, jetzt passt das hier sogar fast haargenau mit dem Emblem da von dem Stempel übereinander. Ups. Okay. Schön unten gucken. Ups. Dass das gerade sitzt. Und dass ihr aber nicht in die Faltlinien kommt. So, dann brauchen wir wieder zwei Magneten. Meine vorletzten. Ich habe schon neue bestellt. Von den kleinen. Diesmal habe ich mal selbst klebende genommen. Weil, ja, immer dieses Austarieren hier, das ist ja doch ein bisschen tricky. Und das ist dann definitiv einfacher, wenn die dann gleich von alleine kleben. So, dann suchen wir uns jetzt wieder einmal ein Ornament aus. Ich nehme das jetzt hier mal raus, das klebt eh immer fest. Und ich würde mich hier wieder für das Kleine entscheiden. Dann kann der Magnet hier wieder in die Mitte. Genau, zack. Und so ist es. Und wir kümmern uns um die Rückseite. Da müssen wir jetzt auch erstmal die Klappe anbringen. Möchte ich aber gern das nach außen. Habe ich mir auch schon neu bestellt, weil, ja, hat man halt viel Verschleiß, wenn man viele Alben bastelt. So, dann ordentlich anpeilen, glatt streifen, umklappen und dann kommt jetzt hier innen das Stück drauf und hier werde ich wahrscheinlich doch einen Magneten nehmen müssen, sprich die letzten beiden. Schnell hier einen noch drunter schieben, bevor der Kleber anzieht, weil dann habt ihr das Problem, dass er den, jetzt klebt er hier dran, natürlich hier nicht mehr unter das Papier kriegt. Also wie gesagt, so eine Überlegung eigentlich immer, bevor man den Klebstoff aufträgt. Aber ihr seht, es geht auch noch im Nachhinein. Und dann machen wir jetzt hier einfach mal ein Tröpfchen Kleber hin. Dann mopsen wir uns hier mal das Tuch. So, und der andere Magnet kommt dann wieder hier hin. Ach, der hält jetzt sogar schon. Den müssen wir nachher bloß da drauf dann fixieren. So, jetzt kleben wir erstmal die Seite wieder an. Jetzt natürlich auf beiden Seiten einen Magneten habt,
müsst ihr natürlich aufpassen, dass die sich hier nicht in die Haare kriegen. Aber das ist ja nicht ganz. Da muss man sich das jetzt mal ein bisschen markieren, wo der ungefähr sitzt. Wie gesagt, das ist ja nachher nicht so schlimm, weil der jetzt ja dann unter einem Foto sitzt. Da kommt ja nachher das Bild drüber. Dann sieht man den Magneten nicht mehr. Und ihr seht, kann man hier nochmal ein bisschen nachfalzen. Die Seite ist ebenfalls fertig. Und für Seite 7 haben wir nochmal eine Klappenfunktion, wie wir sie schon bei Seite 5 hatten. Und auf der Rückseite wieder, entweder so oder so, mal schauen, eine Banderole. Und ich habe mich entschieden, diese beiden Papiere zu kombinieren. Und möchte für die vordere Seite, für hier innen, das Pünktchenpapier nehmen und außen dieses. Und auf der Rückseite werde ich wahrscheinlich dieses nehmen für die große Fläche und das Pünktchen für die kleine. Und wir brauchen jetzt erst einmal 14 cm mal 12,8 und einmal 13,8. Also 12,8 und 13,8 brauchen wir jetzt von dem Pünktchenpapier. Jetzt schauen wir mal, was hiervon noch vielleicht 14 cm hat. Das auf jeden Fall. Sehr schön. Also wir schneiden dieses jetzt mal hier auf 14 Zentimeter und dann schneiden wir es. Jetzt hat man es auf 14, genau, jetzt schneiden wir es auf 13,8. Dann haben wir nämlich ganz wenig Verschnitt und haben hier aber schon, das müsste diese sein, genau, erste Seite. Und jetzt müssen wir noch mal 14 mal 12,8. Und dann haben wir diese Seite. So, und hier außen brauchen wir, ups, jetzt hänge ich hier fest, 14 mal 12,8 ebenfalls. Allerdings aus diesem Papier. Schauen wir mal, wie breit das ist. Ich schneide es jetzt einfach mal hier auf 14. Und mache es 12,8 für diese Seite. Genau. Und für die Rückseite brauchen wir wieder 14 mal 13,8. Ebenfalls ja aus diesem Papier, haben wir gesagt.
mal 13,8. Und dann haben wir ebenfalls die Rückseite. Genau, sehr schön. Und jetzt brauchen wir noch für unsere Banderole 14 mal 3,5. Mal sehen, was das hier ist. Das ist 14. Na, sehr schön. Dann brauchen wir das jetzt nur noch auf 3,5 schneiden. Haben wir auch nur einen ganz schmalen Verschnitt. Sowas finde ich immer super. Wenig wie möglich Papier zu verschwenden. So, das bleibt erst einmal übrig. Das ist ja jetzt unsere vorletzte Seite, aber mal schauen, ob wir vielleicht noch mal was von den Resten mitverwerten können. Das klipse ich mir erstmal zusammen und dann holen wir uns das hier mal wieder ran. Und wie immer inken wir eine Runde. Sehr schön. So, dann wollen wir mal wieder alles einkleben und einmal das Sticky zu machen. Techie, nicht Sticky. So, und jetzt überlegen wir uns noch, ob wir das so machen oder so. Ich mache es aber lieber so. Und wir brauchen wieder unser dünnes Klebeband. Und einmal anpeilen. Glatt ziehen und fertig. Und fertig ist unsere nächste Seite. Und wir kommen jetzt zur letzten und das ist Seite Nummer 8. Und für diese Seite habe ich mir diese beiden Papiere ausgesucht. Jetzt schaue ich bloß mal kurz, ob ich da noch Reste habe. Ja, von dem haben wir noch was. Und von dem haben wir auch noch was. Na, mal schauen. Ob wir damit auskommen. Die Seite 8 beinhaltet nochmal ein paar Klappen, aber diesmal eine für oben, eine für unten, die dann übereinander liegen und die letzte Klappe ist dann an der Seite und verschließt alles. Und auf der Rückseite nochmal zum Abschluss eine Banderole. Die Banderole müsste genau passen, nicht ganz, aber die würde ich dann eventuell abschneiden. Das muss ich mal schauen. Das müssen wir erstmal sehen. Das war jetzt müssen wir mal schauen. Also auf jeden Fall kriegen wir hier noch mal eine Seite raus und dann müssten wir aus dem hier schaffen wir aber auch nicht alle Klappen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch mal ein Papier anbrechen. Also können wir uns das jetzt wirklich ganz in Ruhe überlegen. Also ich würde sagen, wie gesagt, hier das Papier auf jeden Fall so und die Klappen mit diesem Papier und auf der Rückseite würde ich ganz gerne hier drauf dieses nehmen. Da brauche ich nämlich nichts abschneiden, genau. Und hier dann nochmal das andere Papier. Gut, das haben wir hier schon fertig. Das hat die Maße bestimmt. Oh ne, diesmal ist es schmaler, 2,9 x 14. Und unsere Grundseite ist wie immer 15 x 15 mit der 1 cm Falzung. Das heißt, wir schneiden hier das Maß. Hier würde ich es nicht 14 x 14 machen, weil hier ja wieder Klappen rankommen. Das heißt, ich mache es 13,8 x 13,8, damit ich da in der Mitte genug Platz habe. Das mache ich mal als allererstes, dass ich mir dieses zuschneide auf
13,8. Mal 13,8. Sehr schön. Dann haben wir das hier schon mal fertig. Genau. Das mal beiseite stellen. Und für die Klappen, für die große Klappe brauche ich 10 mal 11,5. Das ist gar nicht 10 hier. Ne? Na doch. 10 mal 11,5. Das brauche ich ganze, brauche ich zweimal. Wie breit ist das Stück? 16,5. Mal sehen, wie was die kleinen. Die sind bestimmt auch 10, aber nur 9,5. Okay, das ist völlig egal, wie ich es schneide. Ich mache jetzt hier erstmal 10. Einmal 10. Zweimal 10. Und dreimal 10. So, und dann machen wir das Ganze jetzt quer. Und zwar machen wir, was haben wir jetzt gesagt? 9,5. Genau, 2 mal 9,5. Einmal. Bleibt leider das Stück übrig. 2 mal. Dann haben wir schon mal eine Klappe. Und hier brauchen wir auch nochmal 9,5 zweimal. Genau. 1 mal kriegen wir hier noch raus. Und wir müssen hier nochmal ein neues zerschneiden. Das schneiden wir uns gleich wieder auf 10 cm. Und dann machen wir hier wieder 9,5. Und dann haben wir hier die zweite Klappe. Und die große, die braucht ja ein bisschen mehr. 11,5. Da werden wir wahrscheinlich nur eins rauskriegen. Genau. Und dann bleibt das Stück übrig. Und dann schneiden wir jetzt hier nochmal 10 ab und machen das hier auch nochmal auf 11,5. So, und dann haben wir unsere Klappen auch fertig und brauchen jetzt nur für die Rückseite nochmal 14 mal 14 cm. Und dazu... das so. Sehr schön. Das heißt, dieses Blatt bleibt unberührt und das sind jetzt ein paar Reste, die man aber vielleicht ja noch für ein paar Tags nutzen kann. Das muss ich mir ja dann noch überlegen. Wie gesagt, das Album fertig seht ihr ja dann eh nochmal im Anschluss, wenn es dann fertig ist. So. Jetzt schauen wir hier nochmal, das kommt dahin. Und ich hatte noch das kleine Stück, das ist da. Das kam dann hier hin. In Ordnung. Und wir fangen als erstes wieder an zu inken. Und so, und wieder fertig. Und wir machen erst einmal hier die vordere Seite. Und zwar bekleben wir als erstes mal unsere ganzen Klappen hier mit unseren zurechtgeschnittenen Teilen. So, das heißt, unsere Klappen kommen dann so und so. Und bei der Klappe müssen wir jetzt mal schauen. Ich würde die beiden jetzt mal ankleben, aber bevor wir das tun,
Die seitliche Klappe hat hier eine 1 cm breite Klebelasche, wie sie hier alle haben. Und genau diesen Zentimeter, den messe ich mir jetzt einfach mal hier ab, dass ich weiß, wo ich hier beginne zu kleben, dass das nachher schön gleichmäßig ist. Und dann kleben wir die ganze Sache schon mal fest. Sprich, wir legen das dann hier an und kleben das fest. Und zwar kommt da wieder das Breite drauf. Und auf das Unterste auch. Und wieder einmal glatt machen. Genau, dann drehen wir uns das mal so um und machen wir das. Das Sticky ab, wenn es denn möchte. Und das tut es jetzt gerade nicht. Doch, jetzt. So, und dann peilen wir jetzt mal. Das richtig an und ziehen es wieder glatt. Und das gleiche machen wir jetzt unten auch. Das Sticky will mich heute ärgern. Gott sei Dank gibt es ja bei den Videos immer diese Spultaste. Wenn euch das hier zu langatmig wird, dann spult einfach vor, bis es weitergeht. Jetzt. So, und schön glatt machen. So, und dann können wir nämlich jetzt dann hier unsere andere Klappe anbringen. Jetzt müssen wir nämlich bloß mal schauen, bis wohin das dann ragt, wegen des Magneten. Das heißt, ich würde jetzt, muss ich kurz mal schauen, ich habe jetzt hier nämlich so ein paar selbstklebende gefunden. Da ist immer einer klebt so, der andere so. Das heißt, der kommt dahin und der kommt dann hier drunter. Da müssen wir dann nur mal schauen, dass wir den so kleben, dass er dann das Papier versetzt. So, jetzt muss ich noch mal kurz gucken. Ja, den kann ich ruhig mittig relativ in die Mitte machen. Der ist ja auch schön stark, habe ich schon gerade festgestellt. Jetzt müssen wir noch mal schauen. Das ist ja jetzt die Seitenklappe. Das heißt, wir klappen sie so rum auf, dass wir hier auch das Papier richtig anbringen. Genau. Okay. Dann machen wir das jetzt mal anders. Ich mache jetzt mal den Klebstoff hier drauf, statt aufs Papier. Und löse einfach mal den
Kleber vom Magneten und leg den hier mal hin, wo er hin soll. Und klebe jetzt das Papier hier noch an. So. So, jetzt haben wir hier den Magneten festgemacht. Dann müssen wir jetzt noch hier außen das Motiv aufkleben. Das machen wir natürlich so rum. So, und dann machen wir erstmal kurz den Kleber zu. Dann werden wir jetzt erst einmal die Klappe ankleben. Dazu müssen wir uns jetzt hier noch die Mitte markieren. Wie gesagt, die ist ja 10 cm. 14 cm ist unsere Seite breit. Das heißt, 2 cm auf jeder Seite bleiben Luft. Das markieren wir uns hier mal, dass wir wissen, wo wir hier ansetzen. Dann kleben wir uns jetzt hier noch das Sticky. Wieder schön glatt streichen. Und dann müssen wir das Ganze hier wieder ordentlich anpeilen und einmal schön anstreichen und einmal umklappen und ruhig auch noch mal ein bisschen nachziehen. So. Dann fixieren wir uns das mal hier. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass das hier ein bisschen drunter ragt. Aber das müsste das schafft er trotzdem. Der ist so stark, der Magnet. Sehr schön. Okay, dann können wir das mal vorsichtig anheben. Um den jetzt hier mal okay. So, jetzt müssen wir uns mal hier unsere Seite suchen. Ich glaube, es war diese. Genau. Und jetzt kleben wir hier erstmal den Magneten fest. Machen das Ganze hier nochmal zu und das klappt wunderbar. Okay. Gut, das heißt, wir müssen jetzt hier nur noch unser Papier ankleben. Es sind ein bisschen dickere Magnete. Ich habe mir jetzt noch mal über eBay ein paar dünnere bestellt. Also die sind jetzt hier 2 mm dick. Die sind nicht ganz so schön wie die 1 mm dünnen, die ich jetzt davor benutzt habe. Die kleben jetzt zwar von selbst, aber wie gesagt, ich habe 1 mm dicke bestellt und die sind dann auch wieder
dünner. So, dann kommen wir zur Rückseite. Und dann sind wir auch schon gleich wieder fertig. Und wieder anpeilen. So. Und somit ist unsere letzte Seite ebenfalls fertig. Und wir müssen jetzt nur noch alles ins Album kleben. Und habe jetzt schon mal hier den Spruch aufgestempelt. Es sind meist die kleinen Dinge, die das Leben bunt und lebenswert machen. Und möchte das jetzt hier schon mal vorne festkleben. Und dazu nehme ich jetzt einfach mal meine Klebemaus. Und schon ist das fertig. So, dann können wir jetzt, ich kann es leider noch nicht zumachen, das Buch, da ich hier diesen Magneten mit Sekundenkleber festgemacht habe und der ist noch nicht trocken. Das klebt relativ schwierig, weil das Papier hier oder beziehungsweise das Washi etwas glatt ist. Also wenn ihr das auch machen möchtet, kann ich euch wirklich nur empfehlen, dass ihr Sekundenkleber nutzt. Aber es würde nachher dann so aussehen. Und ja, die Ecken hier habe ich ebenfalls mit Sekundenkleber festgemacht und wir kümmern uns jetzt erst einmal um die Seiten. Die kleben wir ein. Die habe ich hier schon wieder mal vorbereitet mit dem Sticky Tape. Das ist jetzt meine erste Seite und hier wird alles hingeklebt. Und jetzt müssen wir uns noch, wie wir das schon bei dem anderen Album gemacht haben. Ich habe 8 Seiten. Mein Buchrücken ist aber 9 cm. Das heißt, wir haben hier 1 cm Luft. Und das heißt, wir markieren uns das hier wieder. Also machen wir hier vorne bei 0,5 einen Strich und hier hinten bei 8,5. Dass wir wieder wissen, wo wir die erste Seite ansetzen. Genau. Das möchte heute wieder nicht mit mir. Doch jetzt. So. Und dann machen wir das wieder. Schön einmal nochmal nachziehen. Und umklappen und ruhig nochmal ordentlich nachziehen. Und die erste Seite klebt. Und die zweite hinterher. Denkt dran, schön Naht an Naht. Nachziehen und Seite 2 ist auch drin. Und dann folgt Seite 3. Wie gesagt, das kennt ihr ja jetzt schon aus dem anderen Album, diese 1 cm Bindung. Und
Wenn ihr irgendwelche noch Fragen haben solltet und ihr das mal gerne, wie gesagt, nachmachen möchtet und noch Fragen haben solltet, könnt ihr mir wieder gerne in die Kommentare schreiben. Ich versuche natürlich immer alles zu beantworten und euch auch gerne weiterzuhelfen, wenn ihr irgendwie nicht weiterkommt oder ihr noch mal irgendwelche Maße wissen möchtet. Aber ich glaube, ich habe wirklich diesmal alle Maße angegeben. Aber es kann ja sein, dass ich irgendwas vergessen habe. Dann fragt ruhig nach. Irren ist ja bekanntlich menschlich. Und ich kann auch mal was vergessen. So, vorletzte Seite. Und die letzte Seite. Also heute will mich das hier echt ärgern. So. Und die letzte Seite ist auch drin. Ja, und somit ist das Album fertig. Und wir blättern es jetzt natürlich noch gemeinsam durch. Das habe ich euch ja versprochen. Wie gesagt, ich kann es jetzt noch nicht ganz zumachen, aber es wird nachher durch den Magnetverschluss geschlossen. Und man klappt es dann so auf. Und wir fangen mal hier vorne an. Hier haben wir ebenfalls einen Magnetverschluss. Und wenn wir es aufklappen, können wir hier ein schönes Foto reinmachen. Und auf der Rückseite haben wir hier eine Tasche für ein Foto. Dann haben wir hier ebenfalls Platz für zwei Fotos. Auf der Rückseite wieder eine Tasche nach unten. Hier haben wir mal eine Klemmfunktion für ein Foto. Wieder eine Tasche. Hier haben wir die Funktion mal mit der Klappe nach oben. Das sieht man dann immer erst beim Blättern. Hier hinten haben wir wieder eine Fotobandrolle, wo man was drunter klemmen kann. Hier sind Platz für zwei Fotos. Hier ebenfalls wieder eine Tasche. Hier haben wir nochmal eine Torfunktion. Auf der Rückseite nochmal eine Klappenfunktion. Und hier nochmal für zwei Fotos. Und ebenfalls wieder eine Klappe. Und auf der letzten Seite haben wir ebenfalls eine Klappfunktion mit Magnetverschluss und auf der Rückseite noch einmal eine Lasche. Gut. Ansonsten ist das Album fertig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hinterlasst mir gern einen Kommentar, einen Daumen nach oben oder abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.